Ich wollte heute mal über die täglichen Gewohnheiten sprechen. Ich habe schon mal ein Video über die Daily Habits sozusagen gemacht und habe auch gezeigt, wie man diese Habits sozusagen tracken kann, also aufschreiben kann, um so eine bessere Übersicht zu haben, ob man denn an den Sachen dran bleibt und nicht, wenn man mal 2 Tage eine Gewohnheit vernachlässigt hat, gleich denkt, oh mein Gott, ich schaffe es nie, sondern sieht, aha, davor habe ich es eine ganze Woche durchgezogen. Die 2 Tage sind relativ gesehen nicht so wichtig. Ich kann also getrost weitermachen, ohne zu denken, ich habe wieder versagt oder bin von meinem Weg wieder abgekommen. Und diese Habits, diese kleinen Gewohnheiten, die dazu führen, dass wir in unserem Leben auf Dauer weiterkommen, das sind nicht Gewohnheiten, die einen kurzen Kick geben, wie eine Pizza essen oder ein Porno schauen oder heiß duschen, ganz gemütlich, oder sich hinlegen und schlafen, anstatt rauszugehen. Also diese ganzen kurzzeitigen Befriedigungen, davon rede ich nicht. Das sind schlechte Gewohnheiten. Ich rede jetzt von den Gewohnheiten, die mit tiefen Werten, mit tiefen Zielen, mit deinen eigenen Visionen und deinen Leidenschaften einhergehen. Das heißt, die in kleinen Schritten langsam dazu führen, dass man auf diese Vision, auf diese Leidenschaft, auf diese Ziele hinarbeitet. Und zwar diese Ziele, die man wirklich, wirklich will. Diese Ziele, wo man in den letzten Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, immer wieder gemerkt hat, wenn man davon abgekommen ist, auf einen anderen Weg, irgendwann fühlt man dann diese Leere, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal einen auf gechillt. Ich kümmere mich jetzt nicht so, wer braucht schon arbeitende Leute, die was für andere tun, die sich pushen, etwas für sich selbst zu tun, herauszufinden, wer sie sind, sich mit ihren Ängsten zu konfrontieren. Nee, ich lege mich jetzt hin, gucke ein bisschen Fernsehen, bestell mir was. Ich nehme die Sachen nicht so ernst. Ich nehme das Leben locker und gemütlich. Und immer dann, wenn man von diesem Weg abkommt, merkt man irgendwann so eine Leere, so, das ist es nicht, das ist falsch, das ist nicht mein Weg. Und dann diese Dinge, wo man immer wieder drauf zurückkommt, na, eigentlich ist das, was ich will. Eigentlich fühlt sich das andere nicht gut an. Und es hat mich immer wieder auf dieses Ziel hingewiesen. Meine Intuition, mein Unterbewusstsein, meine Unzufriedenheit einfach. Und diese Ziele koppelt man dann mit den kleinen Gewohnheiten, die zu diesem Ziel hinführen. Und diese Gewohnheiten, von denen rede ich. Und das sind ganz kleine Gewohnheiten am Tag. Das heißt nicht, dass man seinen kompletten Tagesablauf ändern muss. Und das heißt nur, dass man kleine Gewohnheiten in den Tag einbauen sollte. Und diese kleinen Gewohnheiten sind extremst wichtig. Und nicht nur wichtig, dass man sie immer durchzieht, sondern es ist auch wichtig, um auf dem Weg zu bleiben, um also das große Ganze, um ein Gefühl zu haben, ich bin noch auf dem Weg, auch wenn ich ein paar Umwege gelaufen bin, weil ich gewisse Dinge vielleicht jetzt vernachlässigt habe, andere Dinge hinzugezogen, Sachen ausprobiert habe nebenbei, die nicht geklappt haben. Auch dann merke ich trotzdem, dass ich irgendwie grundsätzlich in die richtige Richtung gehe. Und dafür ist es wichtig, dass man schaut, was ist einem selbst am wichtigsten, was man jeden Tag tut. Und diese eine Sache wirklich konsequent durchzuziehen. Auch wenn man im Urlaub ist, auch wenn man die Familie besucht, auch wenn man einen total stressigen Tag hat. Also gerade in den Situationen, wo die Rahmenbedingungen sich völlig verändern, zum Beispiel im Urlaub, da hat man teilweise einen ganz anderen Tagesrhythmus, hat vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, gewisse Dinge zu tun. Aber man muss sich eine Sache heraussuchen, die man trotzdem fortführt und die man überall fortführen kann. Und wenn man diese Dinge dann auch über den Urlaub hinweg oder über diese ungewohnten Situationen hinweg ausführt, dann bleibt man trotzdem auf diesem Weg. Wenn man allerdings alles schleifen lässt und sagt, oh, ich mache jetzt einfach mal 2 Wochen Entspannung und danach komme ich wieder auf meinen Weg, dann kommt man von diesem Weg ab und wenn man dann wieder anfangen will, hat man das Gefühl, völlig in die falsche Richtung zu laufen gerade. Das heißt, erste Lektion sozusagen, Werte kennenlernen. Dahin, wo es dich immer wieder zurückwirft, weil es dir schlecht geht, diese Ziele mit Werten koppeln und diese Werte und diese Habits, also diese Gewohnheiten, die daraus entstehen, für sich selbst aufschreiben und in den Tagesplan mit einplanen. Zweite Lektion sozusagen, sich diese Werte,
sich diese Werte bewusst machen und gucken, welcher Wert ist wichtig, sehr wichtig, welchen Wert muss ich am konsequentesten von allen Werten, ich rede da von Werten, von Gewohnheiten natürlich, welche Gewohnheit muss ich am konsequentesten von allen Gewohnheiten fortführen? Und dann diese Gewohnheit auch in schwierigen Situationen fortführen. Natürlich immer schauen, dass man die Gesamtheit der Gewohnheiten, die man sich als richtig, die man als richtig erkannt hat, natürlich anwendet. Nicht nur immer eine, aber gerade in den schwierigen Phasen ist es eben wichtig, immer einer treu zu bleiben, sozusagen. Und ich wollte gerade mal ein kleines Beispiel geben, was für Gewohnheiten ich habe, die mich, wo ich immer wieder gemerkt habe, diese Gewohnheiten sind die, die mich auf den richtigen Weg bringen, auch wenn sie teilweise wirklich unangenehm sind oder man hat manchmal keine Lust, das zu machen jetzt, weil man eigentlich sich ganz anders fühlt. Nein, es geht wie gesagt nicht um diese kurzzeitige Befriedigung, sondern es geht darum, dass man längerfristig glücklich wird und in seinem Leben vorankommt, sich entwickelt und ja, dass man eben etwas erreicht, auch dass man eben ja, sich weiterentwickelt sozusagen, ganz einfach gesagt. Und eine Gewohnheit von mir ist Cold Shower, so nenne ich sie, also kalte Duschen. Und das heißt für mich einmal am Tag mindestens kalte Duschen. Und kalt duschen heißt eiskalt duschen und das heißt nicht vorher warm duschen. Das heißt auch nicht 10 Sekunden kalt duschen, sondern das heißt komplett kalt duschen. Unter die kalte Dusche einschäumen kalt, kalt abduschen, versuchen unter der Dusche dieses negative Gefühl anzunehmen und damit zu atmen, damit zu leben quasi. Und das mache ich meistens 2, 3 bis 5 Minuten lang. Und man fühlt sich danach richtig gut erfrischt, bereit für den Tag, für die Herausforderungen des Tages. Und es ist eigentlich ein ganz einfacher Grund, warum das so ist. Das ist ganz einfach deshalb so, weil eine kalte Dusche diese Ängste hervorruft, dass man nicht runtergehen will. Das heißt, ein mit kaltem Wasser geschockt werden hat sehr viel Ähnlichkeit vom Gefühl her mit einer Angst, etwas zu tun, wenn man etwas tun will und dann eine Angst spürt, denkt, ich schaffe das nicht oder was wird passieren, wenn. Also diese ganzen Ängste im Leben, die haben eine gewisse Energiefrequenz oder ein gewisses Gefühl und diese Energie erzeugt ein gewisses Gefühl, dieses Unwohlsein im Magen. Es ist ein Gefühl, der hat ja auch immer eine körperliche Komponente. Und kalt duschen gewöhnt einen daran, diese körperliche Komponente anzunehmen und es trotzdem zu tun. Ich habe Angst, ich fühle meine Angst, ich akzeptiere meine Angst, aber ich tue es trotzdem. Das heißt, kalt duschen ist einfach ein einfacher Weg, um sich an dieses Gefühl zu gewöhnen. Und was dann passiert ist, dass man automatisch im Leben mehr Risiken eingeht, mehr seine Ängste spürt, aber trotzdem handelt. Und das ist eine Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung. Also Cold Shower für mich ganz extrem wichtig. Dann habe ich die Meditation. Ist für mich auch extremst wichtig. Runterkommen, sich abkoppeln von äußeren Einflüssen, nicht dauernd eine Zeitung, das Handy haben, Buch lesen, was essen, am PC sitzen, WhatsApp, sondern einfach mal da sitzen und nichts tun und schauen, was dann hochkommt. Denn dann kommen Sachen hoch, die man sonst unterdrückt, weil man immer wieder neue Dinge draufschaufelt, äußere Einflüsse. Dann kann man endlich von innen nach außen etwas erschaffen und nicht immer sich von außen zukleistern und dann diese inneren Sachen vernachlässigen, unterdrücken und dann sich wundern, warum man nicht erfüllt, nicht zufrieden ist, warum man es einem schlecht geht, warum der Körper krank wird und so weiter. Meditation 10 Minuten mit dem Timer, da sitzen, auf einen Punkt in der Wand starren, man kann es mit Augen zu, Augen aufmachen, ich mache es lieber mit Augen auf und auf den Atem konzentrieren. Und wenn Gedanken hochkommen, diese Gedanken annehmen und weiterziehen lassen, sich nicht da rein versinken, nicht in diesen Gedanken versinken und immer wieder versuchen bewusst zu werden und sich nicht dafür verurteilen, wenn man mal ein paar Minuten komplett in Gedanken war, sondern einfach weitermachen. Das ist alles Teil des Prozesses der Meditation. Dann ist für mich sehr wichtig, ein Journal zu schreiben. Journal im Sinne von einem kleinen Tagebucheintrag am Ende vom Tag. Aber nicht wie die klassischen Tagebucheinträge negativ assoziiert, sondern versuchen, natürlich die negativen Ängste, die man am Tag hatte, natürlich mit reinzubringen in dieses Journal, in diesen Tagebucheintrag, aber immer dahinter zu schreiben, warum das eine positive Erfahrung war. Ich habe diese Angst gespürt, ich habe aber jetzt gelernt, wie ich mit dieser Angst umgehe oder ich habe den Fehler gemacht, ich habe jetzt gelernt, wie ich das nächste Mal besser mache. Danke für diese Erfahrung. Man bedankt sich sozusagen beim Leben für diese Erfahrung und am Ende kann man
Am Ende des Eintrags kann man einfach noch ein ganz normales Dankbarkeitsjournal anhängen, indem man sagt, ich bedanke mich für den schönen Tag heute, ich bedanke mich, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ich bedanke mich für eine gesunde Familie, für einen gesunden Körper, für tolle Freunde und so weiter. Und es können die trivialsten Dinge sein. Ich bedanke mich, dass mich heute ein Mensch angelächelt hat in der Fußgängerzone oder mir geholfen hat, oder ich bedanke mich, dass ich einem helfen konnte. Also völlig triviale Sachen, das bringt den Fokus auf das Positive, vom Negativen weg auf das Positive. Und das ist extremst wichtig, denn wenn wir positiv denken, dann senden wir dieses Positive auch an unser Unterbewusstsein, und das tut uns sozusagen mit positiven Beispielen aus der Welt antworten. Das heißt, für ein positives, erfülltes Leben müssen wir auch positiv denken. Und das Dankbarkeitsjournal ist ein wesentlicher Punkt, um natürlich auch diese negativen Erfahrungen in positive umzuwandeln, sozusagen. Ganz wichtig. Dann benutze ich Affirmationen. Das sind sowas wie Glaubenssätze. Das heißt, man schreibt sich wichtige Zitate, die einen inspirieren, die einen berühren, oder Glaubenssätze auf und liest sie sich morgens und abends einmal laut vor. Einmal laut vorlesen im Sinne von ich lasse meine Angst zu und handle trotzdem. Ich bin erfüllt und wertvoll und kann meine Fülle ohne Angst anderen schenken. Also das sind nur zwei Beispiele für Glaubenssätze. Es gibt noch viele andere Glaubenssätze, die sind aber sehr individuell. Aber diese Affirmationen, die einen selbst berühren, die sollte man sich aufschreiben und jeden Morgen, jeden Abend wieder sagen, weil, wie gesagt, das, was man sagt, denkt man in dem Moment auch. Also man sollte sich natürlich auch in diesen Satz hereinversetzen. Und das tut das Denken ändern. Das heißt, wir kommen vom Negativen wieder ins Positive. Ist ähnlich wie das Dankbarkeitsjournal. Und dann habe ich noch zwei ganz normale Sachen, die, glaube ich, viele Menschen machen. Das ist der Sport. Für mich ist es wichtig, jeden Tag Sport zu machen. Es kann auch mal zwei Tage ausfallen in der Woche. Das ist nicht so schlimm für die Regeneration. Aber ich will schon schauen, dass ich fünf Tage in der Woche Sport mache, egal welche Art von Sport. Ob es schönes Wetter ist und ich Lust habe, mit dem Fahrrad rauszugehen, oder ob schlechtes Wetter ist und ich Lust habe, im Studio Geräte zu trainieren. Der Sport ist auch noch ein Daily Habit, was mir sehr wichtig ist. Und dann die gesunde Ernährung. Für mich ist es eine gesunde Low-Carb-Ernährung, für andere Menschen kann es eine vegane Ernährung sein. Einfach das Essen und auf den Körper achten. Das ist auch ein Daily Habit, das ich durchziehen will, also eine Gewohnheit, die ich durchziehen will. Und diese Daily Habits sind meine aktuellen Habits, die können sich natürlich auch ändern. Es kann sein, dass ich in zwei Monaten ein Habit rausschmeiße und ein neues hinzukommt, oder einfach ein neues hinzukommt oder drei wegfallen, ich weiß es nicht. Es gibt noch andere Habits, die ich habe, die sind aber persönlicher, aber jeder muss für sich schauen, was bewegt ihn, was steuert auf sein Ziel zu, welche Gewohnheiten will ich etablieren, und dann ein tiefes Warum etablieren, nicht warum im Sinne von, damit ich besser aussehe und die Leute sagen, hey, du bist cool und du siehst geil aus. Nein, nicht, dass du anderen sagen kannst, deinen Freunden, ha, ich meditiere, guck mal, was ihr macht, ihr meditiert ja gar nicht, ihr hockt euch nur für die Klotze. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es für sich selbst tun, nicht um Anerkennung von außen zu bekommen, weil dieses Warum ist ein kurzfristiges Warum. Da haltet ihr das zwei Wochen durch und dann habt ihr keine neue Gewohnheit etabliert. Gewohnheiten etablieren sich über Monate hinweg. Sondern aus einem Inneren heraus, weil du dich selbst liebst, weil du weißt, dass es für dich das Richtige ist und dass du erfüllt bist und dass du diese Fülle dann auch an andere weitergeben kannst. Nicht indem du ihnen die Fülle auf die Nase bindest, sondern indem du einfach eine positive Energie ausstrahlst, positiv denkst, diese Menschen positiv beeinflusst, wenn du unter ihnen bist, mit ihnen zusammen bist. Das heißt, du machst eigentlich nicht nur was für dich, sondern auch für andere, automatisch. Und dieses Gesamtpaket sollte dein Warum bilden. Und dann sollte man diese Habits erforschen und diese Habits dann durchziehen und auch nicht Angst haben, ein bisschen was anzupassen, wenn was nicht so funktioniert. Aber den Mut haben, diese Habits wirklich durchzuziehen und, wie gesagt, ein Habit raussuchen, das ich immer durchziehe, auch im Urlaub, und schauen, dass diese Habits eben das längerfristige Glück supporten und nicht dieses kurzfristige High, wenn man jetzt einfach mal chillen will, Fernsehen gucken und sich eine Pizza bestellen will. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen geholfen, man konnte verstehen, wie wertvoll solche kleinen Dinge sind, die man Tag für Tag tut, und was für große Auswirkungen sie auf Dauer haben können. Und mir bleibt nur noch zu sagen, bei diesem schönen, heißen Tag heute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.